So, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar soll es heute um den neuen BMW 1er gehen. Denn ich bin heute Morgen aufgewacht und habe ein wenig durch Facebook gescrollt. Und dann bin ich auf zwei Bilder gestoßen, denn der neue BMW 1er wurde geleakt. Ich denke nicht, dass es so gewollt war. Es ist ein blauer 1er gewesen, bei dem die Abdeckung ein wenig hoch gemacht wurde und zwei Bilder geschossen wurden, von vorne und von hinten. Ich denke, das war so nicht beabsichtigt, sonst hätten die den richtig vorgestellt. Wie gesagt, wir schauen uns mal kurz ein Video an, was vor zwei Wochen von Autobild gepostet wurde, denn der R-König vom neuen 1er BMW war auf der Teststrecke. Herzlich willkommen in Miramar, herzlich willkommen auf der Rennstrecke von BMW in Südfrankreich. Und neben mir, ihr habt ihn schon längst erkannt, der neue BMW 1er. Und dieses Auto ist für BMW nichts weiter als eine Revolution. Denn bisher gab es zwei Generationen 1er, beide hatten Hinterradantrieb. Bei diesem Auto kommt die Freude von vorne. Und ob das Freude ist, das erklärt unsere Testfahrt mit dem ersten Prototypen. Also schon traurig, dass der neue 1er BMW dann Frontantrieb haben wird oder X-Drive. Hier seht ihr den M135. Ihr könnt noch nicht so viel erkennen. Später im Video zeige ich euch natürlich die geleakten Bilder. Mai fährt erstens einen 140 PS Dreizylinder Benziner im 1.18i mit 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe. Ordentlich. Zweitens über die Rennstrecke im M135i X-Drive. 4-Zylinder Benziner, 306 PS, Allrad 8. Also ihr habt es gehört, Allrad im M135 und nur noch 4-Zylinder. Also 4-Zylinder ist das höchste, ich glaube es sind 2,0 Liter. Stufen Steptronic, Klappenauspuff, ganz okay. Und drittens hat sich Andreas Blitz verliebt in den 120D X-Drive 190 PS. Ich finde auch allgemein, dass der 1er BMW sich irgendwo zu der A-Klasse annähert. Erst 8 Stufen Steptronic, die schnell und exakt schaltet. Im Paket gibt es einen Dieselsportwagen mit Mini-Durst. Sein erster Eindruck, der ist es. BMW-Chefdynamiker Peter Langen sagt, wir gewinnen vielleicht nicht das Raumangebot-Kapitel bei Autobild, aber bei der Fahrdynamik, da wollen wir vorn sein. Läuft. Also jetzt habt ihr einen kurzen Einblick vom Video gehabt und jetzt kommen wir zu den Videos, so wie sie veröffentlicht wurden. Das hier ist jetzt die Front gewesen, meiner Meinung nach grottenhässlich. Hier unten habt ihr noch einen Sensor, die Nieren, ja, wie man sie kennt von BMW mittlerweile, ist schon hässlich. Was die ganze Front so hässlich macht, ist zum einen, dass die Nieren hier zusammengeführt sind, meiner Meinung nach, dass die Nieren allgemein viel zu groß sind. Und dass die Scheinwerfer dann noch sich von der Niere hier nochmal abpositionieren. Also die Front gefällt mir gar nicht. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den 1er von vorne findet. Ich habe dazu eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. Meiner Meinung nach ist das schon grottenhässlich. Wir gehen mal zu dem Bild von hinten. Von hinten ist natürlich Ansichtssache. Ich habe mir das Auto jetzt 2-3 Mal angeschaut. Mir gefällt's. Also von hinten ist der echt in Ordnung. Sieht natürlich irgendwie so aus, als ob der hier einen Unfall gehabt hätte. Aber ich weiß nicht, so irgendwie stimmt es schon hier mit der Heckstoßstange, mit den Lufteinlässen hier, die Rückleuchten. Von hinten ist schon geil. Von hinten ist okay. Von vorne ist echt hässlich. Dazu noch Frontantrieb oder X-Drive. Kein Schalter mehr. Kein Heckantrieb mehr. Der wird auf jeden Fall nicht mehr kommen im Einzelnen. Die bleiben bei Frontantrieb und X-Drive. Der größte Motor wird, glaube ich, der M135i sein oder bleiben mit 300 PS. Wie gesagt, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den neuen 1er BMW findet. Ich finde ihn auf jeden Fall nicht geil. Das Einzige, was am Auto geil ist, ist die Heckansicht. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Ich meine, den einen oder anderen gefällt es, dem einen oder anderen nicht. Und da würde ich sagen, schreibt mal eure eigene Meinung in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace.